Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern Thailand. Wir begrüßen euch herzlich. Hier sind wir heute in Nakhon Phanom und heute fahren wir mit euch an das Ho Chi Minh Haus. Ho Chi Minh kennt ihr ja, der sowjetische Führer, der hat sich hier in Thailand nämlich versteckelt unter königlichem Schutz damals sogar, war bei seinem besten Freund. Aber ich will jetzt nicht so viel froh, ihr seht es jetzt gleich im Video. Fahren wir gleich mal hin. Nach dem Intro geht's weiter. Wir sind jetzt hier im Ho Chi Minh Haus. Das ist also das Haus, wo der Ho Chi Minh, der sozialistische Führer, hier sich versteckelt hat. War sogar unter einem königlichen Schutz hier. Original Haus, Original Garde, der Garde sogar aus seiner Zeit noch teilweise vom Ho Chi Minh selber gepflanzt. Viele Bäume aus seinem Garde selbst gepflanzt. Er war also hier von 1928 bis 1929, hat er also hier in diesem Haus gelebt. Das Haus wird heute noch instand gehalten von seinen Verwandtschaften. Also richtig, die Verwandtschaft oder von noch. Ne? Der Garten ist ganz schön, wenn man so da durchläuft, so der alte Baumstand, wo da halt noch steht. Gehen wir mal so durch. Ach, guck mal, was du alles fängst. Schatz, wie heißen die du? Die sehen interessant aus. Langtau. Wie? Langtau. Aha. Ist das Gemüse? Gemüse vom Chinesen. Ach, Chinesen-Filme gucke ich nicht, Schatz. Au, Kung Fu. Kung Fu-Filme, ob ich Kung Fu-Filme gucke? Ach so, als Wasserflasche. Ja, Natur. Ist immer wieder was gelernt. Naturwasserflasche, ne? Die Naturwasserflasche, guck da ich auch her. Hammer. Flaschenkürbis, danke schön. Oder Schnaps. Ja, lieber Schnaps. Also Schnaps finde ich noch besser wie Wasser, ne? Ich hab gesehen, dann Jojo. So, da laufen wir weiter zum Ho Chi Minh seinem Haus. Übrigens das Originalgebäude noch. Ne? Gibt so. Warum? Er hat viel da. Er hat gefunden. Wie gesagt, dort hat also der Präsident Ho Chi Minh in dem Haus gewohnt. Das war also seine Unterkunft. Er war ja hier unter dem Schutz vom thailändischen König damals. Die haben tatsächlich da noch beschützt drin. Jetzt heute ist gar keiner da. Das letzte Mal, wie wir da waren, war da Verwandtschaft vom Tod. Da hat es alles erzählt. Wieder. So sitzt der Ho Chi Minh. Sawadee krap. Sawadee krap. ครับ ขออนุญาตด้วยครับ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 ข
ใช่ที่เขาบันทึกข้อมูลไว้ที่ประเทศเวียดนามใช่จ้ะจะสร้างใหม่ปลอมก็องค์ก็ประมาณน่ะก็อีกเรื่องนึงแต่เราเนี่ยลูกหลานของเขาต้องดูแลประวัติศาสตร์ลูกหลาน das also Verwandtschaft original Verwandtschaft noch ne รุ่นพ่อเปิดเผยรุ่นหลานดูแลโอ้โหค่ะแม่ห่าAlso drei verschiedene Generationen sind schon hier drin gewesen. Drei verschiedene Generationen tut das alles hier am Laufehalle. Ja, ja, ist also die dritte Generation jetzt seit hier schon vom Ho Chi Minh. Vom Freund. Achso, das war sein Freund, genau, vom Kollege. An die Pyrn, die so. Genau, also sein bester Freund war das. Ja, also, einen wunderschönen guten Morgen, Lady Lila. Ja. Also, was wir da sehen hier, ist eben, Ho Chi Minh, sein bester Freund war das, der eine hier in Thailand aufgenommen hat. Er war aber auch unter dem Schutz vom Königshaus, ne? Ist hier versteckt, war vor seiner Hesche halt, da wurde gesucht haben. Originalhaus hier, wo der Ho Chi Minh untergebracht war in seiner Flucht. Bei seinem besten Freund hier, und das ist die Verwandtschaft eben vom besten Freund. Ne? Ja, sie sagt halt auch, wenn sie nicht auf die Familie nicht aufgepasst wäre, wäre das irgendwie halt untergegangen, ne? Und keiner hätte schon mir was in den, von den Nachwelten von erfahren, ne? Klar, ne? Chok Dimi Kondule, ne? Weiter. Hier ist aber ein Schlafzimmer. Ich denke, da ist Schlange dabei, was Elektrokabel. Natürlich, doch. Thailand ist eine kontinuierliche Monarchie, Mike. Das heißt also eine regierungsgestützte. Der König hat hier in dieser Richtung, also nicht, die Staatsform ist halt wie in England, kannst du sagen. Ne? Die alte Schuppe noch hier. Überall die alten Maschinen noch, ne? Ja, das ist halt sowas richtig so. Nein, wie will ich sagen, so ver. Leute, die an der Historie interessiert sind, finde ich das halt schön, ne? Genau. Das ist auch gut, ich höre auch gerne euch zu, wenn ihr so schwattelt jetzt mit Frau. Das war immer interessant, ne? Zum Beispiel, hier ist seine die Hütte, wo der Reis aufbewahrt wird. Bitte keine Diskussion, ihr wisst, wie das in unseren... Die alten Maschinen noch. Quasi durch im Ho Chi Minhs Freundsgarten
wo der selbst, teilweise auch hat Ho Chi Minh ja selbst seine verschiedene Sachen gepflanzt hier, ne? So richtig ein schöner alter Garten halt, ne? Oh, das ist bestimmt der Ho Chi Minh Fahrt. Oh, Ho Chi Minh Fahrt. Gehen wir hier weiter. Geht's noch weiter? Die Lack? An die Pollermeierlei. Ach, so am Ohr sind das. Ach so. Hat was von Schrebergarten, ja, allerdings, stimmt. Mit so einem Ohr sind leckere Früchte auch. So heißen die, so am Ohr, ne? Schmetterlinge fliegen da durch. Schöne Orchideen. Blumen überall, wunderbar. Der reinste Dschungel, aber wirklich wunderschön. Hat doch trotz allem so was Aufgeräumtes irgendwie, ne? Ach Gott, schau mal das mal, was da auf Orchidee drauf hängt, ne? Toll. Das war von 1928 bis 1929. Soweit ich das jetzt so aus dem Stegreif sagen kann. Dass ihr eben, Ho Chi Minh war hier ein Jahr, hat er hier gelebt. Ja, und da ist so eine von der dritten Generation eben, von seinem besten Freund. Die passen da auf das ganze, auf die ganzen Dinge da auf. Und die machen natürlich hier auch einen Shop, wo sie halt ein bisschen Geld verdienen wollen noch. Ne? Finde ich aber in Ordnung. Das Haus, ein großes Haus, wo die da wohnen. Seht ihr, in Thailand, die Häuser. Früher hat man immer gesagt, wie viel Pfosten, also wie viel Pfähle so ein Haus hat. Ja? Und da wurde die Größe eines Hauses festgemacht. Seht ihr, die Sau. Da hat man immer noch gefragt, jetzt, wie viel Sau hat so ein Haus. Und je mehr Sau so ein Haus hat, desto größer was ansehen. Ich will weiter in dem Gärtchen und gucken, ob man noch was Interessantes findet. So, wir hatten einen Spaß gehabt hier im Ho Chi Minh Haus. War mit Sicherheit interessant die Tour. Wetter haben wir auch gutes gehabt. Also, wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen da oder so. Und ja, ein Abo halt da oder so, kostet ja nichts. Wir freuen uns das nächste Mal. Morgen zeigen wir euch das schöne Hotel, wo wir da jetzt sind. Gucken wir hier eine schöne Bilder und so. Also, ganz toll direkt am Mekong. Bis gleich und morgen sehen wir mehr. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao, ciao. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.